Dieses Erlebnis fand 2014 statt. Damals war ich gerade ins Berufsleben eingestiegen. Ich hatte einen besonders langweiligen Job, arbeitete jeden Tag bis spät in die Nacht auf und hatte keine Erfolgserlebnisse. Ich hatte das Gefühl, dass es meinem Leben an Leidenschaft und Spaß fehlte. Es war, als hätte ich mich verirrt und wüsste nicht, in welche Richtung ich gehen sollte. Ich wusste, dass ich eine sinnvolle Richtung finden musste, aber ich wusste nicht, wie ich das anstellen oder wo ich nach Antworten suchen sollte. In einem solchen Zustand begann ich, meine Lebensentscheidungen zu hinterfragen. Ich sehnte mich danach, etwas zu tun, das mir ein Gefühl der Sinnhaftigkeit gab. Obwohl ich einige Freunde und Familienangehörige hatte, schienen sie nicht wirklich zu verstehen, was ich innerlich fühlte, und ich fühlte mich sehr einsam. Eines Tages verließ ich sehr spät die Arbeit. In dem Moment, als ich das Büro verließ, fühlte ich eine Welle der Erleichterung und Befreiung. Ich wollte nach Hause gehen, um mich ein wenig zu entspannen. Es waren nicht viele Leute auf der Straße. Ich schaute in die Nacht hinaus, und es fühlte sich immer noch schön an. Als ich die Kreuzung erreichte, hörte ich plötzlich das Pfeifen eines Autos. Unbewusst drehte ich den Kopf und sah, dass ein Auto die Kontrolle verloren hatte und auf mich zukam. Ich hatte keine Zeit zum Ausweichen und konnte nur zusehen, wie das Auto in mich krachte. In diesem Moment hatte ich das Gefühl, die ganze Welt stehe still, als ob die Zeit langsamer geworden wäre. Dann spürte ich einen ungeheuren Schmerz, als würde mein Körper auseinandergerissen werden. Bevor ich reagieren konnte, konnte ich nichts mehr sehen. Ich wurde von guten Leuten ins Krankenhaus gebracht. Nach einer schwierigen Zeit der ersten Hilfe kam ich endlich wieder zu Bewusstsein. Ich spürte jedoch, wie eine starke Kraft an meiner Seele zerrte. Ich sah meinen Körper auf einem Bett in der Notaufnahme liegen und schaute von oben auf meinen Körper herab. Die Ärzte arbeiteten hart daran, mich wieder zu beleben. Das Gefühl war für mich erstaunlich. Ich hatte das Gefühl, als ob meine Seele unabhängig von meinem Körper wäre. Mein Bewusstsein war dabei sehr klar, als hätte ich die Essenz und den Sinn des Lebens wieder entdeckt. Eine Aura des Friedens umgab mich, als befände ich mich in einer Welt von unendlicher Weite. Ich spürte eine geheimnisvolle Kraft, die mich umgab und die mich überraschte. Obwohl mein Körper immer noch in Gefahr war, empfing meine Seele einen Frieden und eine Ruhe, die sie nie zuvor erlebt hatte. Diese Erfahrung gab mir ein völlig neues Verständnis und einen neuen Sinn für das Leben. Meine Seele begann unkontrolliert aufzusteigen, und ich spürte ein wenig Panik und Unbehagen. Der Aufstieg war so schnell, dass ich mich wie eine aufsteigende Rakete fühlte. Mein Körper war nicht mehr an mich gebunden und ich schien in den Wolken zu schweben. Bald kam ich auf einer Plattform zum Stehen. Diese Plattform war riesig und ich spürte, dass ich von Liebe umgeben war. Meine Sinne wurden schärfer und ich spürte jede noch so kleine Veränderung. Dieser Raum war so groß, dass er keine Grenzen zu haben schien. Ich war wie ein freier Geist, der nach Belieben fliegen konnte. Das Gefühl war wunderbar. Plötzlich hörte ich eine Stimme. Willkommen an diesem Ort. Ich weiß nicht, woher die Stimme kam, aber ich fühlte mich sehr ruhig. Ich sah ein gleißendes Licht und dann erschien ein wunderschöner Engel vor mir. Sie war in ein wunderschönes weißes Gewand gekleidet und hielt ein langes, leuchtend goldenes Schwert in ihrer Hand. Ihr langes Haar wehte und ließ sie noch göttlicher und schöner aussehen. Als sie sich mir näherte, verschwanden all meine Schmerzen und Ängste. Sie streckte die Hand aus und umarmte mich sanft, so dass ich eine Wärme und Geborgenheit spürte, wie ich sie noch nie zuvor erlebt hatte. Sie sagte mir, dass sie mein Schutzengel sei.
Der Engel führte mich durch eine Tür und wir kamen in einen großen Raum. Dieser Raum war erstaunlich. Er war wie ein Freiluftkino. Es war sehr gemütlich und entspannend. Auf der Leinwand wurde mein früheres Leben gezeigt. Es gab einige gute Erinnerungen, wie Szenen mit meiner Familie und meinen Freunden, und einige Momente, die mich glücklich machten. Es gab aber auch weniger schöne Erlebnisse, wie die Schwierigkeiten und Rückschläge, die ich erlebt hatte, und die Fehler, die ich gelegentlich gemacht hatte. Einige dieser Szenen machten mich traurig, andere glücklich, und wieder andere brachten mich dazu, mein Verhalten und meine Handlungsweise zu überdenken. Der Engel stand still an meiner Seite, ohne ein Wort zu sagen, er war einfach nur still da. Der Engel sagte mir, ich bin bereit, dich an einen anderen Ort zu bringen, bist du bereit? Ich schaute auf ihre weißen Flügel und stellte mir vor, wie es wäre, zu fliegen. Ich holte tief Luft und beschloss, dem Engel zu folgen. Der Engel führte mich durch einen Gang. Schließlich kamen wir an einen weiten Ort. Hier war ein Paradies voller Frieden und Freude. In diesem Paradies gab es saftig grünes Gras und regenbogenartige Blumen sowie einen hellen Sternenhimmel und warmen Sonnenschein. An diesem Ort fühle ich mich unendlich fröhlich und friedlich. Ich habe das Gefühl, dass ich hier mein wahres Zuhause gefunden habe. Ich hatte das Gefühl, dass die Grenzen zwischen mir und dem Himmel aufgehoben waren. Es gab Liebe und ewige Hoffnung. Plötzlich erleuchtete ein noch helleres Licht den gesamten Raum. Ich fühlte mich von einer kraftvollen Energie umgeben, einer Energie, die mir ein unglaublich friedliches Gefühl gab. Ich drehte meinen Kopf und sah eine Gestalt. Er trug ein langes weißes Gewand, eine goldene Krone auf dem Kopf und Augen voller Weisheit und Liebe. Ich wusste, dass er Gott war. Er lächelte mich an, dann streckte er die Hand aus, um mich zu umarmen. Ich spürte seine unendliche Liebe und Vergebung. Er sagte zu mir, mein Kind, ich weiß, dass du viel durchgemacht hast und viel Schmerz und Leid in dieser Welt ertragen musstest. Aber wisse, dass ich immer für dich da bin, immer über dich wache und dich immer liebe. Ich begann, Gott meine Verwirrung mitzuteilen. Ich sagte Gott, dass ich das Gefühl hatte, dass meine Arbeit sinnlos war und dass ich keine Erfüllung fand. Ich begann mich sogar zu fragen, ob mein Leben überhaupt einen Sinn hat. Gott hörte sich mein Geständnis ruhig an, und dann antwortete er mir, mein Kind, du musst wissen, dass jeder einzelne Mensch auf der Erde sehr wichtig ist. Jeder Mensch spielt seine eigene, einzigartige Rolle, und jeder trägt auf seine Weise dazu bei. Die Arbeit einer Reinigungskraft zum Beispiel mag banal erscheinen, aber sie ist tatsächlich sehr wichtig. Ihr Job besteht nicht nur darin, Müll zu beseitigen und die Umwelt sauber zu halten. Ohne ihren Einsatz wären öffentliche Plätze schmutzig und könnten ein Gesundheitsrisiko darstellen, das die Lebensqualität aller beeinträchtigt. Er trägt zur Gesundheit und Sicherheit der gesamten Gemeinschaft bei. Daher ist die Arbeit eines jeden sinnvoll und spielt eine sehr wichtige Rolle, auch wenn sie gewöhnlich erscheint. Ich hätte nie gedacht, dass meine Arbeit eine Auswirkung auf andere haben würde. Aber jetzt sagt mir Gott, dass auch ich einen Beitrag für die Welt leisten kann. Er sagte mir, dass ich meine Arbeit als einen Dienst ansehen sollte, denn jede Kleinigkeit, die ich tue, hat Auswirkungen auf andere. In diesem Moment fühlte ich, dass meine Seele aufgerichtet war und ich eine neue Perspektive auf das Leben und die Arbeit hatte. Gott sagte mir, dass es nun an der Zeit sei, zurückzugehen und dass ich meinen unvollendeten Auftrag zu Ende bringen müsse. Diese Entscheidung hat mich nicht deprimiert, sondern im Gegenteil motiviert und begeistert. Ich danke Gott, dass er mir die Möglichkeit gegeben hat, den Sinn und den Wert meiner Existenz zu erkennen.
Ich habe Gott nicht angefleht, mich bleiben zu lassen, weil ich wusste, dass ich zur Erde zurückkehren musste. Um zurückzukehren und eine bessere Version meiner selbst zu werden. Als der Engel mich zurück zur Erde führte, fühlte ich mich, als wäre ich blitzschnell durch eine Zeitschleife gereist. Wir erreichten bald das Krankenhaus. Ich sah, dass die Ärzte immer noch an mir arbeiteten. Die Krankenschwester neben mir sagte zu dem Arzt, wir haben alles getan, was wir konnten, sein Herz hat aufgehört zu schlagen. Ich begann, nervös zu werden. Als ich meinen Körper betrachtete, fühlte ich, dass mein Schicksal wie ein fallendes Blatt war, ohne Halt und Stütze. Als ich den Engel neben mir ansah, schien dieser zu verstehen, was ich sagte. Sie legte ihre Hand auf die Stelle, wo mein Herz war. Nach einer Weile begann der Herzmonitor, Schläge zu zeigen. Der Engel sagte mir, geh zurück in deinen Körper. Meine Seele und mein Körper verbanden sich wieder. Mein Körper begann, die Welt um mich herum zu spüren und hörte die Stimmen des medizinischen Personals und den Klang der Instrumente. Als ich langsam meine Augen öffnete, sah ich die weißen Wände und die Decke eines Krankenhauszimmers. Mein Verstand war noch etwas verwirrt. Ich bewegte meinen Körper vorsichtig und bemerkte, dass meine Muskeln noch etwas steif waren. Ein Arzt fragte mich besorgt, wie es mir ginge. Ich versuchte, etwas zu sagen, aber meine Kehle schmerzte und ich musste mit dem Kopf nicken. Der Arzt sagte mir, dass ich einen Herzstillstand erlitten hatte. Glücklicherweise gaben sie mich nicht auf und konnten mich von der Todeslinie zurückholen. Der Arzt fragte mich, ob ich mich unwohl fühlte. Ich sagte ihm, ich fühle mich ein wenig schwindelig und schwach, sei aber noch bei Bewusstsein. Er sagte mir, ich solle eine Weile im Krankenhaus bleiben, um mich zu erholen. Nachdem der Arzt das Zimmer verlassen hatte, dachte ich über alles nach, was gerade passiert war. Als ich dem Arzt von der Begegnung mit dem Engel erzählte, wurde sein Gesichtsausdruck sehr überrascht, als ob er einem Märchen lauschen würde. Trotzdem hörte er mir aufmerksam zu, ohne mich zu unterbrechen. Ich schilderte ausführlich die Erfahrung. Einen Engel außerhalb des Operationssaals gesehen zu haben, in den Himmel gebracht worden zu sein und mit Gott gesprochen zu haben. Nachdem er meiner Erzählung zugehört hatte, schwieg der Arzt eine Weile, als ob er über etwas nachdenken würde. Schließlich holte er tief Luft. Dann erzählte er mir, dass in diesem Moment im Operationssaal meine Lebenszeichen verschwunden waren und es so aussah, als gäbe es keine Hoffnung. Aber in dem Moment, als er aufgeben wollte, hörte er eine Stimme, die ihm sagte, er solle nicht aufgeben und noch 2 Minuten durchhalten. Der Arzt sagte mir auch, dass es sich hierbei um ein medizinisch bekanntes paranormales Phänomen handelt. Er konnte es nicht ganz verstehen, wollte aber glauben, was ich sagte. Meine Familie und Freunde besuchten mich weiterhin und gaben mir viele gute Wünsche und Ermutigungen. Auch die Ärzte und Krankenschwestern kümmerten sich sehr um mich. Ein paar Tage später teilten die Ärzte mit, dass ich aus dem Krankenhaus entlassen werden könne. Auf dem Heimweg fühlte ich mich sehr dankbar und froh. Ich bin dem Engel sehr dankbar, der mich begleitet hat, so dass ich hierher zurückkehren konnte. Ich bin auch dem Arzt dankbar, der nicht aufgegeben hat und mir das Leben wieder ermöglichte. Vor allem aber bin ich Gott dankbar, dass er mir den Weg nach vorn gezeigt hat. Es gibt einige Dinge auf der Welt, die sich nicht mit der Wissenschaft erklären lassen. Nach dieser Erfahrung habe ich mehr auf meine körperliche und geistige Gesundheit geachtet und versucht, mich zu einem besseren Menschen zu machen. Ich glaube fest daran, dass diese Erfahrung bei mir bleiben und mir eine tiefere Lebenserfahrung geben wird.